Einige Leute sagen, ich bin kein richtiger Pilger. Ich gehe nicht die Caminos, die ein richtiger Pilger geht. Ich handle nicht wie ein richtiger Pilger. Ich denke nicht wie ein richtiger Pilger. Ich rede nicht wie ein richtiger Pilger. Ich bete nicht genug wie ein richtiger Pilger. Aber ich sage euch was. Ich bin ein richtiger Pilger. Und warum ist das so? Weil ich das so für mich entschieden habe. Ich möchte, dass ein richtiger Pilger genauso oder ähnlich ist wie ich. Ähnlich handelt, ähnlich redet, mit einem ähnlichen Mindset. Das ist ein richtiger Pilger. So, und jetzt könnt ihr über mich herfallen. Ich sage immer, egal was ihr auf meinem Kanal hört, ist alles meine Meinung. Basierend auf meinen Erwartungen, auf meinen Erfahrungen. Wenn ihr ähnlich denkt, eine ähnliche Meinung habt, es freut mich. Zeigt mir, ich bin nicht alleine. Wenn ihr eine andere Meinung habt, anders denkt, das freut mich auch. Weil dann gibt es etwas, worüber man reden kann. Na, vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, ja, die habe ich nicht bedacht, habe ich nicht berücksichtigt. Und ich kann meine Einstellung, meine Meinung ändern. Ich kann etwas lernen. Ich bin letztens mal wieder durch meine Kommentare gescrollt und da war so der eine oder andere Kommentar, wo ich zuerst dachte, na, da solltest du drauf reagieren, da solltest du was zu sagen, aber dann dachte ich mir, nö, ist die Sache nicht wert. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, nett, was du da sagst, aber ich denke anders. Okay, dann hast du eine Diskussionsgrundlage. Aber es gibt dann auch Leute, die sind dann so, du hast Unrecht und ich habe Recht und ich schreibe dir genau, warum ich Recht habe. Und dann ist das ungelogen, ein Kommentar, wenn du den ausdrücken würdest. 3 Seiten? Und dann ist da eine Liste, Aufzählung, wo ich überall Unrecht habe und er Recht hat. Also ich habe von diesem Kommentar, ich habe nur die ersten 2 Sätze gelesen, dann wusste ich schon, in welche Richtung das geht. Ich habe gar nicht weitergelesen. Ja, aber in solchen Momenten frage ich mich immer auch, woher nimmst du dir das Recht, zu behaupten, dass ich Unrecht habe und du Recht? Und woher nimmst du diese Audacity? Gibt es da ein deutsches Wort für? Ich habe keine Ahnung. Dieses Vorrecht raus, mich maßregeln zu wollen. Ich verstehe das nicht. So, und dann geht es auch immer darum, warum gehst du immer nur den Camino Frances? Warum gehst du nicht mal den Camino Mozarabica? Warum gehst du nicht den Camino Primitivo? Warum machst du dies nicht? Warum du Camino Frances ist deine Komfortzone, du wirst mal raus aus deiner Komfortzone. Ich gehe den französischen Weg, weil auf dem französischen Weg findest du tausende unterschiedliche Menschen aus dutzenden unterschiedlichen Kulturen. Du findest hunderte von Idioten, wie zu Hause. Aber du findest auch hunderte von, wie ich sie mal nennen mag, richtigen Pilgern. Und das lässt mich, ja, mein Glauben an die Menschlichkeit und an die Menschheit wiedergewinnen. Na, das zeigt mir, dass wir als Gemeinschaft noch nicht komplett verloren sind. Ich habe nicht das Bedürfnis, in Einsamkeit zu wandern oder in wunderschöner Natur. Das kann ich alles zu Hause haben. Dafür brauche ich nicht 2000 Kilometer nach Spanien zu fliegen. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Den wirklichen Camino Spirit, die wirkliche Camino Community unter den Pilgern, die findest du nur auf dem französischen Weg. Nur wir reden viel über Diversität,
Gender Equality, Geschlechtergleichheit, was auch immer. Aber wir sind nicht mal in der Lage, eine andere Meinung als die eigene existieren zu lassen. Ich verstehe das nicht. Na, auf dem Camino, was ich für mich persönlich jetzt gelernt habe. Wenn du den Camino gehst, es geht hauptsächlich um Toleranz, Akzeptanz, Respekt und Liebe. Keine zwei Menschen sind gleich. Jeder hat ein anderes Leben hinter sich. Du hast auch nie auch nur einen Schritt in deren Schuhen gemacht. Wie kannst du dich da hinstellen und irgendetwas judgen? Mir fehlen manchmal die deutschen Worte. Und irgendetwas bewerten, das du nicht bewerten kannst. So, und wenn du dich jetzt da hinsetzt und einen dreiseitigen Kommentar, eine Stunde oder mehr, schreibst zu einem meiner Videos, spar dir die Zeit, weil es interessiert mich nicht. Nutz die Zeit, um mit deinem Partner zu kuscheln, mit deinen Kindern zu spielen, einen Kuchen zu backen. Aber schreib nicht einen stundenlangen Kommentar, der mich nicht interessiert. Und wenn du offensichtlich so viel zu erzählen hast, dann schlage ich vor, du machst einen YouTube-Kanal auf und machst deinen eigenen Content. Interessanterweise, die Kommentare, die, ne, also die kritischsten oder längsten Kommentare, das sind immer die von den Leuten, die keinen eigenen Content haben. Ich frage mich, warum? Habt ihr Angst, dass ihr eventuell kritische Reaktionen habt? Oder möglicherweise geht das ja auch darum, sag ich jetzt mal, mit anderen Leuten zu interagieren auf meinem Kanal, ne, die dann, was weiß ich, deinen Kommentar so toll finden. Ja, das mag ja durchaus sein, aber da bist du an der falschen Adresse. Ich bin hier nicht eine Social-Media-Plattform. Was will ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, wir sind alle anders. Wir haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund. Wir haben alle ein unterschiedliches Leben hinter uns. Wir sind durch unterschiedliche, schwierige Lebensabschnitte gegangen, die uns geformt haben zu dem, was wir jetzt sind. Lass uns voneinander lernen. Lass uns den anderen verstehen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Variationen. Und in diesem Sinne, bleib sauber, bleib gesund, bleib dran. Frohe Weihnachten.